Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu virtuellen Maschinen. In diesem Video gucken wir uns gemeinsame Ordner in VirtualBox an. Diese sind einfach nur Ordner, auf die sowohl euer Hostsystem als auch euer Gastsystem Zugriff hat. Somit bieten sie eine sehr gute und einfache Möglichkeit, Daten zwischen dem Host und dem Gastsystem auszutauschen. So, gucken wir uns das Ganze einfach mal gleich in der Praxis an. Dazu mache ich erstmal hier auf dem Desktop neu Ordner, nenne ihn gemeinsamer Ordner. Und dieser Ordner soll nun der Ordner werden, auf den dann eben beide Systeme zugreifen können. Um dies einzustellen, haben wir zwei Wege. Entweder wir machen das hier direkt über die VM, wo wir dann hier oben auf Geräte, gemeinsame Ordner und dann hier gemeinsame Ordner gehen. Dann können wir das hier einstellen. Oder wenn wir die VM gerade nicht laufen haben, können wir hier auch VirtualBox nehmen. Hier die VM auswählen, dann auf Ändern, gemeinsame Ordner und dann hier sind wir im gleichen Fenster. So, ich mache das hier aber jetzt direkt über die VM und klicke deswegen hier einfach auf dieses Plus, um einen neuen gemeinsamen Ordner anzulegen. Hier müssen wir jetzt den Ordnerpfad reingeben. Das können wir uns ein bisschen einfacher machen, indem wir hier auf Ändern gehen. So, unser gemeinsamer Ordner liegt auf dem Desktop. Hier einmal draufklicken, Ordner auswählen. Dann füllt er das hier und das hier einfach schon mal gleich automatisch aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier auswählen, dass euer gemeinsamer Ordner nur lesbar ist. Das bedeutet, dass die VM dort nichts reinschreiben oder ändern darf. Lesen funktioniert dann natürlich logischerweise trotzdem. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass eure VM keinen Schaden anrichten kann in diesem Ordner. Wenn ihr zum Beispiel einen gemeinsamen Ordner mit irgendwelchen wichtigen Dateien, die ihr auf jeder VM braucht, habt, und diesen dann auch bei jeder VM als gemeinsamen Ordner einbindet, aber der Gefahr aus dem Weg gehen wollt, dass ihr versehentlich irgendwie dann mal was in diesem Ordner löscht. Ich mache das in dem Fall jetzt mal natürlich nicht rein. Was ich aber reinmache, ist hier dieses automatisch Einbinden. Das sorgt ganz einfach dafür, dass ihr euch nicht nochmal manuell in der VM darum kümmern müsst, dass euer gemeinsamer Ordner auch vernünftig eingebunden wird, sodass ihr ihn nutzen könnt. Optional könnt ihr hier auch noch einen Einbindepunkt festlegen. Windows-Nutzern wird es wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Linux-Nutzer werden dann vielleicht schon ein bisschen mehr drüber wissen. Unter Windows macht das meistens wenig Sinn. Unter Linux kann man das machen, würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt empfehlen. Ich würde es einfach freilassen. Hier dann vielleicht noch das Häkchen bei Permanent erzeugen rein. Auf OK. Hier dann auch auf OK. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig damit. Dann öffnen wir hier einfach mal unseren Explorer. Gehen hier auf dieser PC. Und sehen hier schon direkt unseren gemeinsamen Ordner. Da können wir jetzt reingehen und sehen, logischerweise, da ist noch nichts drin. Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel mal rechtsklick, neu, Textdokument, bla, mache und dann hier jetzt mal das Ganze hier öffne, dann sehen wir, dass hier jetzt auch unsere Textdatei drin ist. Ich ziehe das Ganze hier mal ein bisschen kleiner. Hier kann ich jetzt zum Beispiel auch das Ganze hier öffnen. Ja, natürlich, Editor. Hier jetzt mal Test reinschreiben, das ganze Datei. Speichern, schließen, hier wieder öffnen, dann sehen wir, steht da jetzt Test drin. So, eine Sache noch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal einen neuen Ordner oder eine neue Datei erstelle, wie auch immer ich die jetzt nenne, ich sage einfach mal Test, dann sehen wir, ist das jetzt hier noch nicht direkt drin. Das liegt einfach daran, dass er das hier nicht die ganze Zeit aktualisiert. Ihr könnt einfach hier oben mal auf diesen Pfeil hier klicken, dann aktualisiert sich das Ganze. Und dann seht ihr, ist dieser Ordner auch vorhanden. Also nicht wundern, dass, wenn ihr hier was anlegt, das hier noch nicht direkt drin ist. Andersrum, wenn ich jetzt hier einen neuen Ordner anlege und diesen Test 2 nenne, dann sehen wir auch hier, dass das direkt beim Host-System mit angezeigt wird. Nun gut, im Großen und Ganzen war das auch schon wieder alles, was ich euch heute zeigen wollte. Somit hoffe ich mal wieder, dass euch das Video gefallen hat und verabschiede euch bis zum nächsten Mal. Ciao!